haben wir ja wieder das gleiche Problem mit den Listen. Ja gut, das Marathon muss ja nicht wiederholen. Muss kein Marathon sein. Wir hatten ja, glaube ich, noch eine Volksbefragung am gleichen Tag. Sind Sie denn betroffen im Wahlkreis? Ich bin auch betroffen, was aber jetzt von meiner eigenen Einschätzung dieses Themas weniger tangiert. Hier darf es nicht um Personen oder einzelne Schicksale in Anführungszeichen gehen, sondern hier geht es darum, etwas zu heilen und das Vertrauen der Wähler in unsere Demokratie wiederherzustellen. Sie werden von der Delegiertenversammlung nicht nochmal gewählt, sondern die bleibt bestehen. Die Listen sollten bestehen bleiben. Sollten oder bleiben? Das ist derzeitiger Stand, dass man die Listen so lässt, wie sie waren. Also kann keiner jetzt noch raufhüpfen? Nee, aber es kann natürlich jemand runterfallen, wenn das Ergebnis jetzt anders ausfiele als bei der letzten Wahl. So, und dadurch könnten sich ja die Mehrheitsverhältnisse verändern. Ja, das könnte insbesondere natürlich für eine Partei spannend werden, deren Fraktionsstatus von 3 Direktmandaten abhängt. Also die Linksfraktion ist ja nur aufgrund dieser Sonderklausel eingezogen. Und wenn davon eines wegfiele, 2 davon sind ja in Berlin, dann hätten wir natürlich einen vollkommen anders zusammengesetzten Bundestag. Ja, von der FDP, und da muss man ja auch ein bisschen Sorge haben, je nachdem, wo man steht. Sowieso, wobei die FDP nicht ihren Fraktionsstatus verlöre. Ne? Sie könnten Mandate verlieren, aber würden wahrscheinlich jetzt nicht aus dem Bundestag rausfallen. Naja, sie liegen nach neuesten Umfragen bei 7-8. Da kann sich ja noch was ändern. Könnte sich was ändern, aber wir wiederholen ja nicht jetzt in ganz Deutschland, sondern nur in Berlin.